Campus for Finance, meine Damen und Herren, ist ein Verein für Studenten der Otto Beisheim School of Management. Dieser Verein organisiert seit 2001 jedes Jahr die New Year's Conference, um eine Schnittstelle zwischen akademischen Arbeiten und der Praxis herzustellen. Diese Konferenz bietet dann ein Forum für Vorträge, für Diskussionen von Akademikern, Unternehmen und Politikern sowie Studenten. Der Austausch, der gegenseitige Austausch steht dabei im Mittelpunkt. Welches Thema im Mittelpunkt stand und welche Highlights in diesem Jahr zu sehen waren, darüber spreche ich jetzt mit einer der Verantwortlichen für Public Relations dieser Konferenz, Madeleine Frank. Schönen guten Tag nach Frankfurt. Frau Frank, die diesjährige Campus for Finance WHU New Year's Conference stand unter dem schönen Motto, jetzt kommt's, Tomorrow's Financial Services Breakdown or Revival. Was heißt das auf Deutsch? Was verbirgt sich hinter dem Motto? Das Thema haben wir gewählt, um die Entwicklung in der Finanzbranche in den letzten Jahren aufzugreifen und auch deren Relevanz für die Zukunft. Die Finanzindustrie ist in ein Tief geraten in den letzten Jahren und die Frage hat sich gestellt, wie lange sie dort verweilen wird oder wann es wieder bergauf geht. Und deswegen haben wir dieses Thema gewählt. Mit welcher Zielstellung veranstalten denn Sie diese Konferenz Campus for Finance? Alle unsere Konferenzen stehen unter dem Motto Uniting the World of Finance. Wir möchten den Austausch zwischen Studenten, Professoren, Sponsoren, Politikern und generell Finanzinteressierten aus der ganzen Welt fördern. Und deswegen wollen wir einen Treffpunkt geben, wo die Leute sich austauschen können. Kann da jetzt jeder mitmachen? Sie haben ja jetzt sehr viele Berufsgruppen genannt. Ist das offen für jedermann? Ja, wir bieten ganz verschiedene Programme an, sodass eigentlich jeder Interessierte teilnehmen kann. Der Fokus liegt auf Studenten, aber wir haben auch gesonderte Programme für Teilnehmer mit Berufserfahrung sowie für Mitarbeiter des akademischen Bereichs wie Professoren oder Doktoranden oder auch Forschungsmitarbeiter. Wer steckt denn dahinter? Wer steckt denn hinter dieser Konferenz? Wer veranstaltet dann Campus for Finance? Die WHU New Year's Conference ist eine studentisch organisierte Konferenz. Unser Team besteht aus 11 Studenten, von denen jeder seinen eigenen Aufgabenbereich hat. Wir arbeiten aber eng zusammen und das ist auch wichtig, um so ein Riesenevent auf die Beine zu stellen. Wir sind jetzt schon mit den Vorbereitungen für 2015 beschäftigt. Unterstützt werden wir dabei vom Verein Campus for Finance e.V., der aus ehemaligen Teammitgliedern besteht, sowie vom Lehrstuhl für Finance unter Professor Rudolph in unserer Universität, der WHU Otto Beisheim School of Management, von der wir auch im Ganzen sehr große Unterstützung bekommen, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten oder auch das Gewähren unterrichtsfreier Tage. Also das heißt, die Studenten sitzen jetzt nicht nur da und lassen sich berieseln von irgendwelchen Professoren, sondern die müssen wirklich in die Bütt und ganz an verantwortlicher Stelle hier diese Konferenz organisieren. Auf der anderen Seite, welche Referenten haben Sie da als Redner gewinnen können? Was waren die Höhepunkte? Wir haben jedes Jahr wirklich großartige, hochkarätige Redner im Boot. In den letzten Jahren waren da Schäuble, Trichet, Nash, also ganz viele sehen Sie. Dieses Jahr ist es wirklich schwer, einzelne Highlights daraus zu picken, weil wir ganz vielseitige Redner hatten. Unsere Eröffnungsrede wurde zum Beispiel gehalten von Ulrich Grillo, dem Präsidenten des Bundesverbands für Deutsche Industrie. Außerdem waren dabei Achleitner oder auch der Nobelpreisträger Professor Dr. Reinhard Selten. Also ein buntes Potpourri von hochkarätigen Damen und Herren aus Politik und Wirtschaft. Jetzt gibt es in diesem Jahr noch ähnliche Veranstaltungen jetzt für jemanden, dessen Interesse wir jetzt geweckt haben, möchte aber nicht warten bis zum nächsten Jahr. Sie sagten ja, Sie sind schon in der Vorbereitung auf die nächste Konferenz. Ja, in der Tat. Im März ist noch eine zweite Konferenz, die WHU Private Equity Konferenz. Und auch dort sind wirklich interessante Redner und Sponsoren anwesend. Zum Beispiel Oliver Wyman ist dabei oder die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 2. März. Also das auf jeden Fall besteht noch die Möglichkeit, sich dazu zu bewerben, wenn man interessiert ist. Dann sage ich Dankeschön an Madeleine Frank, eine der Verantwortlichen für PR dieser Konferenz. Dankeschön fürs Interview nach Frankfurt.